Ah, gut geschlafen hier, schön warm im Bett. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Mein Colonies Projekt mit meinem Lieblingsmod Mein Colonies. Und jo, heute, also in diesem Projekt besonders, wir bauen die Städte im Kreativmodus, wie wir jetzt sind, und machen Rollenspiel im Survival, also im Adventure-Modus. Und jo, es gibt ein cooles Modpack bei Curse Launcher, das TMTMC Modpack. Und dort könnt ihr ja ganz viele Sachen finden. Artischocken zum Beispiel. Sehr gut. Es ist ein sehr schönes Gebiet. Ich hätte jetzt nicht gedacht, Schnee. Wir haben ja langsam auch keinen Schnee mehr. Also in der Schweiz gibt es noch viel Schnee, in den Alpen, aber bei uns hier gibt es jetzt eigentlich schon seit Anfang des Jahres war kein Schnee mehr. Aber ja, tun wir uns noch ein bisschen winterlich umsehen. Es gibt auch scheinbar Köpfe. Cool. Und ich habe ein paar Sachen markiert und die möchte ich kurz bereisen mit euch. Und zwar, schaut euch das mal an. Es sind einfach Dorfbewohner auf Schiffen. Und das sieht so ziemlich geil aus. Sogar ein kleines Schiff ist dabei. One Piece. Na 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 na. One Piece. So, wunderschön. Also, ja, ich habe ein Projekt gehabt. Das war das Mine Colonies Dimensional Adventure Modpack. Es kam sehr gut an. Leider war Mine Colonies sehr verbuggt, weil es Rohstoffe gebraucht haben, die wir gar nicht herstellen können. Und jetzt habe ich eigentlich schon lange nach einem neuen gesucht und das ist dieses Projekt hier. Ja, ich habe ja nebenbei noch Pixelmon, wo nicht so gut ankommt. Bitte ein bisschen pushen. Und jo, genau, und ich habe in einer Höhle noch einen Zombie-Spawner gefunden. Den könnten wir eigentlich auch noch verwenden. Aber wir sind ja dann im Adventure-Modus und da brauchen wir nicht unbedingt Levels. Jo, weil ich hier so in eine Grotte reingeflogen bin. Hier ist noch ein Spinnenspawner, kleine Spinnen. Hier fallen immer Squids runter mit ihren Köpfen. Das habe ich auch im Kopf bekommen und die Sachen, die ich schon hatte. Genau. Und hier oben, ich muss glaube ich noch hier durchfliegen. Wo ist das? Hä? Irgendwo ist die Klippe. Oder ganz oben. Ah, wahrscheinlich hier beim Wasserhoch. Ja, genau. Hier ist so eine mega geile Höhle. Ihr seht, es gibt überall Erze. Hier unten sind ja auch die Erze. Also es sind Gravel und Steine. Zum Beispiel dunkler Smaragd, Jade, Nephrit, Jet Black, Kupfer, Mineral, grüner Block. Ja, das ist ein bisschen, ja, was man sagt da, diese Kupfer. Chromatisch, ja. Und Marineblau und Schwarz. Tiefes Blau, das ist Gravel, glaube ich. Marineblau ist Gravel. Und Brot. Brot ist auch ein guter. Und ja, eben, es gibt ziemlich geile Sachen. Neon Yellow Gravel. Cool. Aber es ist, ja, ich habe es mal im Livestream angeschaut, dieses Modpack. Es ist nicht so gut spielbar. Man bekommt einfach viel zu viele Blöcke über und alles mögliche. Ist nicht so bequem. Aber jo, jetzt machen wir mal das erste Dorf. Wir müssen hier einfach nach Mine Colonies gehen. Hier. Und das Camp raussuchen. Da. So, wunderbar. Und ich werde das auch mit dem Stab machen. Wo ist der Stab? Aber nur, ich kenne mich nicht aus. Ich weiß nicht, wie der Stab richtig benutzbar ist. Das müsste ich sonst noch irgendwie nachschauen, aber ich finde keinen Stab gerade. Sieht er anders aus? Erlaubnis, aber ist es das? Was ist ein Erlaubnisstab? Den gelben Stab gibt es einfach nicht mehr. Komisch. Hat sich das wieder so verändert, das Mod, der Mod? Keine Ahnung. Ja, komm, teleportieren wir uns. So. Und wir werden eben auch sehr schön dekorieren können, welchen Kreativmodus. So, wenn ich das jetzt hier hinstelle, kommt das.
Das ist immer das Schwierigste, das Platzieren. Keine Ahnung wieso. Aber irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich will. Hä? Wenn ich das hier draufstelle, ist es zu hoch. Aber wieso ist es dann hier unten zu tief? Vor allem, wieso geht es nicht nach oben? Ah, hier geht es nach oben. Okay, dann platzieren wir das Camp. Nicht hier, stimmt. Ich habe eine bessere Idee. Ich mache das Camp auf einer Insel, wo es am wenigsten Berge gibt. Also hier sind die Eisberge, hier will ich das Dorf nicht. Ich mache es auf dieser Insel hier. Und dann immer eins tiefer scheinbar. Keine Ahnung wieso, aber ich muss mich da auch ein bisschen ansetzen, oder? So. Nicht alle Blöcke in diesem Bereich erfüllen die Anforderungen. Überprüfe die hervorgehobenen Blöcke. Wie kann man dann wieder weg? So. Und wieso ist das? Okay, ich verstehe das nicht. Okay, jetzt ist es wieder weg. Also nochmals. Die Anforderungen. Switchpack. Ah, genau. Wir wollen Schnee. Also welches Mob, welches Bauart-Ding passt am besten zu Schnee? So eine Kolonial, das ist echt geil. Aber es sind wahrscheinlich nicht alle. Medieval Verge, dann müsste ich Medieval, das ist der deutsche Name für, der englische Name für Kiefer. Spruce, genau. Ich würde das nehmen. Das Problem ist, passt fast nichts in den Schnee. Ich wollte unbedingt Jungle Treehouse, aber ich habe ja keinen Jungle. Wir nehmen Inka. Es passt zwar nicht ganz, aber wir nehmen Inka. Ich nehme Inka. Ich werde es bereuen vielleicht, aber wir nehmen einfach Inka. Ist das gut jetzt so? Scheinbar schon. Ah, jetzt muss ich wieder zurück kurz. Sieht das gut aus? Es ist einfach hier sozusagen im Wasser. Es glitscht auch ein bisschen, aber das geht dann hoffentlich weg. Aussicht Rehes. Aber allgemein ist es ein bisschen zu groß für diese Insel. Ich lasse es mal so. Oder ich mache das so, dass es einfach höher liegt. Ja. Das reicht. Also welche Anforderungen? Ich sehe keine Anforderungen. Also welche Blöcke sind im Weg oder so? Also es sieht jetzt. Was ist das für ein. Das ist doch nicht Eis. Das ist nicht Schnee. Ich sehe nur dort etwas Rotes. Was ist das Problem, liebes Mopek? Wieso bist du so schwer zu verstehen? Wenn ich eins höher mache. Okay, da haben wir schon das erste Problem direkt am Anfang. Drehen. Ich würde gerne das noch in die Richtung, aber ich weiß nicht, welche Richtung das ist. Also, dann machen wir doch mal das kurz weg. Woran liegt es, dass jetzt Anforderungen nicht erlaubt sind? Ich würde das gerne hier hinstellen, das Camp. Und zwar hier drauf. Jetzt ist es aber gut. Ich möchte aber mal schauen. Was haben wir? Hier haben wir Süden in die Richtung, okay. Wir machen das Camp Richtung Süden. Das heißt, wir müssen drehen. Genau in die Richtung.
Wo denn? Wo? Ich sehe nichts. Was könnte hier zusammen Probleme machen? Ist wirklich dieser Block hier? Der ist irgendwie rot. Spiel, du musst. Modpack, du musst. Also Mod, du musst mir. Boah, ich bin völlig durcheinander jetzt gerade. Du musst mir zeigen, was du für ein Problem hast. Okay. Du musst mir sagen, was das Problem liegt. Ich habe in diesem Modpack, wo ich davor ja, Let's Played habe, nie Mühe gehabt oder so. Es geht gar nicht. Es geht nicht. Brauche ich noch irgendwas dazu? Wurde irgendwas verändert oder so? Es ist wieder völlig anders. Ich glaube, der Mod verändert sich alle Jahre irgendwie total. Eine Nikolaus-Münze. Mütze. Aber woran liegt es jetzt, dass ich keine Baubewilligung habe? Dort jetzt ein Ding zu machen. Was ist ein Artikelwälz? Was ist hier drin? Gar nichts. Passiert einfach gar nichts. Taverne, Wohnstätte, Rathaus. Muss ich zuerst ein Rathaus? Das kann ich ja nicht selber. Muss eine Bauhütte zuerst gemacht werden? Also wir lassen jetzt das mal so. Und die Bauhütte, Bauhütte mache ich jetzt daneben. So gut wie möglich in der Mitte. Sind wir hier eins zu hoch? Okay. Trotzdem. Hä? Das ist aber gar nichts. Also scheinbar ist es verpackt oder so. Hä? Du musst zuerst ein Rathaus errichten. Aber ein Rathaus muss ja auch gebaut werden. Aha, vielleicht muss das zuerst platziert werden, aber dann. Okay. Rat. So, verschmilzt das mit dem anderen. Scheinbar sind ja hier die Linien, das verschmilzt nicht. Aber ich wüsste trotzdem, ja, da flackert es auch. Mit ein bisschen Abstand platzieren. Das heißt, drei weiter. Aber das ist ja dieses Haus. Ich sehe es nicht, wo. So, okay. Dann machen wir die Bauhütte. Und die Bauhütte sollte eigentlich auch in die Richtung sein. Wie weit ist das jetzt hier? So. Dann sollte eigentlich das gehen. Jetzt ist schon wieder verpackt. Hä? Wie Probleme man mit so einem Mod hat, der sich ständig verändert. Hä? Ja, ich muss kein Rathaus errichten, wenn es nicht geht. Es kommt ja auch niemand, oder? Oder kommen die Leute? Das ist ganz anders als in diesem Modpack. Irgendwie wurde das Mod, vielleicht das Mineconies-Dorp verändert. Aber der Nebel verändert keine. Ja, also die Leute sollten jetzt kommen. Das haben wir schon mal geschafft. Aber wieso ist es jetzt für mich ganz komplett anders? Machen wir mal etwas, das passt. Gelb, hä? Oder Gold? Sind Inkas bekannt gewesen? Ich glaube, es sind Inkas, oder?
Auf jeden Fall sind die bekannt für eine Farbe gewesen, auch Orange oder so. Komm, wir machen Orange, wenn es gibt. Ist keine Orange? Ja, dann nehmen wir Gelb. Und genau, sonst müssen wir nichts ändern. Okay, das brauchen wir. Bruchsteinmauer, 12. So, du bist Freunde? der. Hallo zusammen. Ich brauche, ja, ich hätte gerne Wünsche. Was braucht die Kolonie zum Aufbauen? Ja, ich sage einfach, ich bin der Meister hier. Du hast keine Chance. Du musst alles machen, was ich will. So, dann wieder schauen. So ein bisschen umständlich. Fichtenstamm, Fichtenholz, der Bestein. Fichtenstamm. Dann okay, machen wir die Sachen weg. Das Brot brauche ich eigentlich auch nicht. Möchte ich eigentlich den Dorfbewohnern angeben? Lassen wir das noch drin. Die Bauhütte. Glas brauchen wir nicht. So, dann Holztreppe. Und dann war noch Stein. Gut. Ja, ist ziemlich kompliziert für den Anfang, aber wenn man das mal hat, Hi. dann ist es eigentlich leicht. Oder man muss zum Beispiel ein Holzfällerlager und eine Mine unbedingt bauen. Bis dann ist es nicht so leicht. Muss man immer alles holen, ständig. Genau. Steinschufe, Lagererde. Steinstufe. Was habe ich? Lager? Ah, Lagerfeuer. Ich wusste gar nicht, dass man Lagerfeuer sagt in Deutschland. In der Schweiz sagt man einfach Feuerstelle. So, und jetzt habe ich nochmals wieder vergessen. Es ist sehr schwer zu. Ah, Erde und Kies. Erde. Da kann ich ja nicht mehr machen. Kies einfach einmal. Nein, nicht C, sondern Kies. Fine So. afternoon, isn't it? Ihm, ja, ihm. Und Bruchstein, Bruchsteinstufe. Bruchsteintreppe. Oh, cool. Tonschingel. Stufe. Geil, da gibt es ganz viele. What's it today Ja, then? Dominum-Ding war da auch schon drin beim anderen Modpack. Genau, das ist ein wichtiger Mod scheinbar. Und du, ah, da ist noch jemand drin. Eine Frau. Also wenn man das jetzt würde im Survival-Modus machen, man hätte so lange. Und ja. Nochmals. Fichten, Fichtenholz, warte. Komisch, dass wir What can I do for you? Fichten brauchen, weil Inka sind ja eher Steinliebhaber. Bruchsteinfackel. Immer zwei, das kann man am besten merken. Die Fackel. I'll take care of it. So, dann müssen wir aber auch schon fast voll, ne? So viele Sachen. Fichtenholzstufe, Steinsiegel. So. Also ein Mod, wo man wirklich kreativ Fine am morning, isn't it? besten ist. Also, ja, man benutzt es nicht zum Cheaten, sondern eher zum einfacher irgendwelche Sachen designen. Und ja, für mich ist es nicht Cheaten, es ist Kreativmodus, für mich ist es Gestalten. So, So, und what will it jetzt be for muss you? ich noch kurz schauen, ich habe es doch hier irgendwo gesehen. Aber Option hier. Okay. Das Gebäude mit einer Bauhütte mit Level 1 oder höher. Und wie kann ich jetzt die Bauhütte machen? Hä?
Es macht keinen Sinn. Okay, das Gebäude ist hier. Ist es bündig? Ist nicht bündig, es sind zwei daneben. Okay, Platz. Das geht ja noch in Ordnung. Aber jetzt muss ich unbedingt die Bauhütte irgendwo noch platzieren können. Tja. Okay, es geht. So, und du brauchst... Was bist denn du für ein... Verschwommen ist sie. Du brauchst Ofenfichtenstamm. Ofen. Fichtenstamm. So, und du bist Inventar, genau. Dann brauche ich nochmal die... ich habe noch keine Übersicht. Inventar. Nein. Wir einfach wissen, wie... Genau hier. Erde, Werkbank. Ja, das ist das Let's Play. Ich zeige euch, welche Produkte man raussuchen muss. Bruchstein muss, glaube ich. Ja. Und das Inventar ist schon wieder hier ganz. So. Ah, Bruchsteintreppe. So, jetzt geht's wieder leichter. Regal, Bruchsteinstufe. Regale waren auch sehr schwer herzustellen am Anfang. Weil die irgendwie Halfsteps und so brauchen. Dann. Also nachher muss man nicht mehr so schnell Gebäude bauen, aber jetzt müssen wir drei Gebäude bauen. Fichtenholz, Fichten. Also, wo bist du? Da oben. Und Holztür. Es ist noch angenehm, es ist noch nicht so viel zu tun. Aber dennoch, wenn später Gebäude sehr viel brauchen oder was, stört mich dann ein bisschen. So, dann sind wir bei Bruchstein, haben wir schon Fackel, Fichtenholz. Okay. Fichten. Ja, man muss halt auch sehr viel Ding und Treppe, glaube ich. Sonst ist alles. Seid ihr besser beim Merken? Blätter. Ah, Fichtenholz sein hatte ich schon. Fichten. Ja, ihr seid definitiv besser. Also ich bin jetzt auch ein bisschen gestresst von diesem Mod. So, dann müssen wir noch kurz hier. Oder ich muss ja denken. Ihr dürft nur zuschauen. Ihr müsst nicht denken. So, genau. Also, er beginnt. Wow. Also, jetzt sind wir so weit, dass auch etwas gebaut wird, oder? Und ich sehe gerade, ja, Wege gehen hier durch. Und könnten wir eigentlich schon Wege machen. Aber gibt es Stufe? Gibt es irgendwelche... Ah, ich wollte jetzt eigentlich die Trockenbeton haben. Die gibt es nicht. Wir könnten. Wir könnten da diese Moosing. Schau mal, was besser aussieht. Die platzieren, dass jeder sieht, das ist ein Weg, oder? Es sieht schöner aus als das, oder? Ja, der. Boah! Also, diese Qualität von ein paar neuen so ressourcenpackmäßigen. Ding, oh, das ist so geil. Zum Beispiel hier, das ist Erde. Das ist auch Erde. Aber der Unterschied. Ich weiß nicht, welcher Mod das ist, aber das gehört zu diesem Modpack. Also ihr könnt gerne mal raussuchen, welcher Modpack, also welcher Mod da drin ist für das Modpack. Ist ein Fichtenstamm. Ja, genug. Oh, bin ich glücklich, wenn der andere Block nicht abgebaut wird vom Gebäude. What is it? Was ist es? Also, was braucht ihr? Ich gebe dir mal Brot, gell, dass du nicht verhungerst. Good to see you. Ah, könnt ihr mal übersetzen? Ich hätte gerne Deutsch. What is it? Ja, ja, du auch. Was habt ihr wahrscheinlich? Wachen in der Kolonie, sozialer Faktor, Arbeitslose.
Also Arbeitslosigkeit wahrscheinlich. Familie, niemand? Gut. Was brauchst du sonst noch? Ich nehme dir mal ein bisschen Brot weg, sozusagen. Also offiziell nicht, aber für mich. So, damit ich das Brot auch habe. Und hier auch, was ist das? Gras, Gras, Gras. Das ist leider irgendwie, ja, glitschen. Aber das muss ja halt einfach, damit es besser aussieht. Nicht so mehr so stört. Aber, ne? Aber gut, dass man das priorisiv wegmachen kann, das stört. Vor allem hier. Wieso kommen die Blöcke eigentlich nicht zerstören? Ich will Kollision. Okay, wie mache ich das zum Beispiel? Keine Ahnung, wie ich das jetzt machen soll. Ob soll ja nicht glitschen oder so. Das ist einfach wegen dem Baum, weil wir die Bäume nicht entfernt haben. Also nächstes Mal die Bäume doch zuerst entfernen. Diesen Glitch hier. Schade, also dass der Mod einfach das nicht erkennt und das wegmacht. Das muss der Mod noch besser machen können. Ja, das sieht jetzt wirklich heftigst glitch hier. Also. Wieso sind wir im Kreativmodus? Wie können wir das machen, weißt du? Lieber einfach haben als schwer haben. Weil der Mod schon sagt, ja, ich bin zu schwer. Es ist nicht richtig platziert, also es ist nicht da. Man kann überall noch durchglitschen. Wird das denn verändert oder ist es dann immer so? Ich habe das aber auf jeden Fall mit dem Modpack anfangs Januar nicht gehabt. Gut. Also irgendwas stimmt nicht richtig mit diesem Lager. Ich kann es auch nicht wieder auswählen oder so. Keine Ahnung, was jetzt das gerade ist, aber platziert habe ich es. Okay, einfach, es ist noch ein bisschen zu früh. Das Dorf wird schon schön sein. Also, genau, es ist noch ein bisschen zu früh, mir zu sagen, ja, okay. Es ist halt so. Einfach mal weitermachen. Mal schön, wie die auch runterfahren werden wir. Also, die Sachen musst du dann. Was brauchst du jetzt, du? Hi. Nein, nee. Hi. Okay. Wieso brauchst du Gold? Vor allem wo? Da. Wieso brauchst du Good eine to see ya. Goldschaufel? Aber jetzt machst du das, oder? Ja. Also mach jetzt. Ich muss öfters schauen, was sie jetzt gerade machen oder brauchen. Was braucht er jetzt? Without this I can't work. Also, was braucht ihr jetzt momentan noch nicht? Ist das Inventar schon wieder? Ich glaube, er braucht Erde noch nicht. So, jetzt machen wir bitte vorwärts. Hey. Hopp, mal jetzt mal vorwärts. Without this I can't work. Ich gebe ihm jetzt eine Holzhacke. Dieser Dulli. Without this I can't work. Doch, komm. Jetzt machst du vorwärts. Good Okay. to see ya. Nicht so viel reden, vorwärts machen. Was jetzt ist? Can I help you? Was hat er denn hier zu viel? Ich sehe es nicht. Ah, jetzt beginnt er. Okay, ich will mal ein paar Vögelchen anschauen. Die sind richtig cool. Naturalist, okay. Oh, die pfeifen sogar.
Blaubeerpflanzen haben wir die? Nein, wir haben rote. Gut. So, und währenddessen machen wir mal eine Kiste und was machst du hier auf dem Eis? Liebe Dame, die Damen sind immer die Ausschau halten. Sind es nicht eigentlich die Männer früher gewesen, weil die sich noch verteidigen konnten? Gut. Natürlich können Frauen sich auch verteidigen, aber das haben doch eher Männer immer gemacht. So, hier sind die drin. Ja, so. Also, ich möchte gerne die Sachen dann mal anpflanzen. Der Rest, das Bone Meal noch für die Gerste und so wieder anpflanzen benutzt. So. Und dann machen wir die Sachen noch rein. Das Bett sollten wir mitnehmen. Fichtensetzling können wir auch rein tun. Und diese auch dann mal prima. Also dir geht's gut. Er beginnt jetzt. Da oben sind auch noch Zäune. Und was ist auch noch eine Frau? Okay, sehr gut. Okay. Okay. Wie könnte man irgendwas verringern, scheinbar? Ist das, weil wir im Kreativmodus sind? Können wir hier ein bisschen cheaten? Oh, cheaten! Ich will cheaten nicht. Nicht cheaten. Wenn die Mods oder Spiele einfach dich zwingen zu cheaten. Ey, das sieht so geil aus. Aber diese Ziegel gibt es, glaube ich, im Original gar nicht, oder? Das sieht wirklich schön aus. Mann, wenn man wieder sieht, wie schön man bauen kann. Also hier muss ich irgendwie noch etwas machen, scheinbar. Vielleicht muss ich das Lager nochmal abreißen und neu. Aber wenn ich jetzt hier abbaue, geht ja nicht, ja. Geht ja nicht. Also ich weiß jetzt nicht genau, was ich jetzt mit dem Camp machen muss. Aber eigentlich musste man das Camp immer zuerst platzieren, oder? Und jetzt scheinbar irgendwie nicht mehr. Hi. Weil die sehen es auch nicht, oder? Ist die mit dem Brot, genau. So, als nächstes hättest du noch ein Problem, ja. Okay, mit minimalen. Heißt das, ich kann nicht Stein legen? Where's the courier? Du hast einen Steinhack. Ne, ich kann wahrscheinlich alles geben. Ich kann ihm auch Diamanten geben. Also das. Was braucht er noch? Eine Schaufel. Yeah, no, I can't work like that. Oder ich könnte ihm sogar eine Frit geben, oder? Gut, dann schlafen wir kurz noch. Und dann ist leider der Part auch schon wieder, ja, der 33. Wie schnell und wie wenig man in Minecraft vorwärts kommt, wenn es um Modpacks. Man hat zu viel zu tun. Die Modder tun uns nicht, ja, wenig zubereiten, sondern ganz viel. Coole Metze hast du übrigens. Also, dann schauen wir im nächsten Part, wie er das baut. Hä? Gut, dann Tschüssikowski, gell? Bis zum nächsten Mal. Ich schau mir gerade mal kurz an, wie Realistic Bees, wie geil. Ist das so Modpacks da, Mods da drin sind? Balm, okay. Too fast, ja, okay, ich bin wirklich zu schnell. Nicht. Coole Mods. Jo, also Modpack steht unten in der Videobeschreibung. Und dann könnt ihr auch gerne ein bisschen zocken und mir auch Tipps geben, gell? Bin noch ein bisschen überfordert mit dem Mod. Jo. Und Ideen natürlich. Tschüss.